Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Runde 9-11 Operator bei Schicht Nummer 3 hier in Washington, D.C. Wir haben $178.000. Mal gucken, was wir uns jetzt davon Schönes kaufen werden, nachdem wir unser Personal mal wieder aufgefüllt haben. Ein Polizeibeamter ist hier noch für 2 Tage nicht einsatzfähig und ein anderer für 3 Tage. Da fehlt also jetzt schon wieder einer. 4 Feuerwehrleute sind wieder da. Die können wir erstmal wieder einsetzen hier. So, einer kommt hier hin. Einer dahin. Der Unerfahrene kann hier oben rein. Der da. Jetzt fehlen noch 2 Feuerwehrleute und noch 2 Polizisten. Mal sehen, was wir hier so auf dem Arbeitsmarkt haben. Ja, dann stellen wir die mal ein. Und da unten brauchten wir auch noch einen Polizeibeamten. Dann brauchen die natürlich einmal eine Weste und Gewehre. Jetzt, wo wir Geld haben, können wir die Leute in den Vans mit Gewehren ausstatten. So, wir hatten ja noch einen anderen Van. So, die hatten schon Gewehre, alle. Ja, das passt. So, die eine braucht noch eine Weste. Haben wir keine mehr da, dann kaufen wir eine. Und ja, eine Pistole können wir aus unserem Lager nehmen. Wir hätten jetzt noch einen Sanitäter und 2 Feuerwehrleute. So, die Feuerwehrleute können wir noch beide einstellen. Ist ja egal wo. Na, so. Ja, ein Sanitäter jetzt noch. Den stellen wir trotzdem ein. Keine Ahnung, ob der nachher nächste Runde verschwindet. Erstmal sichern. Und ja, jetzt können wir leider kein neues Fahrzeug kaufen. Oder wollen wir noch ein Van kaufen und jeweils einen Polizeibeamten von den anderen abziehen? Das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, 80.000 kostet der Van. Ja, machen wir einfach mal. Wir kaufen uns einen neuen Van. Und jetzt ziehen wir von jedem Van einen ab. Ja, der ist sogar sehr gut besetzt. Alles mit 1 bis 3 Streifen. So, nehmen wir einmal den. Ja, auch 2 Leute mit 3 Streifen. Da können wir ruhig einen abziehen, ist ja egal. So, und dann noch von dem anderen. Da können wir den mit 2 Streifen abziehen. Dann haben wir das ganz gut verteilt, denke ich mal. Jetzt haben wir einen Van mehr. So, Krankenwagen haben wir, glaube ich, genug. Ja, Polizei braucht man am häufigsten. Und ja, da haben wir jetzt keine Leute mehr da. Dann starten wir jetzt einfach mal Schicht Nummer 3.
Hubschrauber positionieren wir wie gehabt. Erstmal hier zentral. So, das Moped kann hier irgendwo in die Mitte. Ein kleiner Streifenwagen kann hier in die Ecke. Die Feuerwehr kann hier so stehen bleiben. Dann eine Feuerwehr nach hier unten. Die ist so in dem Bereich und die kann noch ein bisschen hier rüber. So, Krankenwagen. Der Transporter in die Mitte. Ein Krankenwagen hier noch in die Ecke. Einer nach hier unten. Einer hier oben. So, ein Krankenwagen hierhin. Dann haben wir noch den kleinen Krankenwagen mit, ja, nur, wo nur eine Person abtransportiert werden kann. Den können wir mal hier hinfahren. So. Ein Van hierhin. Der nächste Van da. Ja, der steht schon fast gut. Der auch. Den kleinen Streifenwagen können wir nach hier unten. Ja, das sollte ganz gut klappen. Dann starten wir doch mal. Mal gucken, was der heutige Tag bringt. Die erste Meldung des Tages. Ein Hacker. Nächste Meldung, noch ein Hacker. Nehmen wir das Moped. Und noch ein Anruf. Oder der erste. Ein bewusstloser Mann. Erstmal fragen, wo. Haben Sie das gesehen? Okay. Bei ihm bleiben. So, dann können wir mal mit dem kleinen Krankenwagen da mal schnell hin. Nummer vorsichtshalber einmal überprüfen. Vielleicht ist er ja auch nur gestolpert, wer weiß das schon. Dann haben wir einen Epilepsieanfall. Ja, da können wir mal schnell mit dem Hubschrauber hin. Der ist ja gleich um die Ecke. So, und der Krankenwagen kaum da, schon fertig. Da war also nichts los. Hätte man gar nicht hinfahren müssen. Ja, dann haben wir hier den nächsten Hacker. Da fliegen wir schnell mal hin. Und ein Feuer. Erstmal Adresse. So, Feuerwehr. Eine Untergrundgarage. Wie groß ist denn das Feuer? Oh, 3 bis 5 Meter hohe Flammen. Okay. Wir senden die Feuerwehr. Frage ist, ob eine Feuerwehr da ausreicht. Wenn der jetzt schon sagt, dass da große Flammen sind. Da müssen wir mal gucken. Wir können ja vorsichtshalber schon mal eine zweite schon mal auf die Reise schicken. So, was haben wir hier? Auto blockiert die Straße. Ja, jetzt brauchen wir da natürlich auch Feuerwehr. Die sind beide sehr weit weg. Nehmen wir mal die hier. In der Ecke ist ja nicht ganz so viel los wie überall woanders. Da können wir die eher entbehren. So, gucken wir mal, wie groß das Feuer ist. Ach, 90 Sekunden, das geht. Dann kann die Feuerwehr hier stehen bleiben.
So, Hubschrauber wieder in die Mitte. Dann haben wir hier noch einen Hacker. Dann fahren wir mit dem Motorrad hin. Ein Überfall. Erstmal wo? Wann genau war das? Okay. Könnte ja sein, dass das gestern gewesen war. Wo haben sie hingeschlagen? Okay, er blutet. Krankenwagen. Hatten die Waffen dabei? Okay, ein Messer. Ja, Polizei und Krankenwagen sind schon unterwegs. So, hier haben wir einen Verkehrsraudi. Oh, da müssen wir mal mit dem gucken, ob wir mit dem Van da hinkommen. Der fährt erstmal hier irgendwo wieder einen Umweg. Na, der fährt genau in die gleiche Richtung jetzt. Und wir haben hier keinen in der Nähe. Dann kommen wir jetzt von zwei Seiten. Den können wir stehen lassen. Der holt den ja nie ein. Eine Geburt! Ja, da müssen wir ganz schnell mit dem Medikopter hin. Ja, hier der Überfall. Die ist in Arbeit. So. Ja, jetzt sind bestimmt die Diebe, die sich hier wieder wehren. Genau. Oh, eine Todesdrohung. Was heißt schon wieder? According to our policy, we report all threats to 911, but in my opinion, it's usually unnecessary. Wie haben Sie die Drohung erhalten? The letter came to our office. Who sends paper letters these days? Usually we receive death threats by email. Do you want me to read it? Ja, lesen Sie mal vor. It's rather short. Curiosity is a fatal sin. Neugier ist eine schwere Sünde. Mhm. Erstmal die Adresse. Ja, das hatten wir noch nie gehabt. Keine Ahnung, ob das jetzt wichtig ist. Schicken wir mal hin. Ja, genau. Ist meine Entscheidung. So, mal schnell mit dem Moped hin. So, bei der Geburt. Okay, sind die gerade dabei. Oh, der Verkehrsraudi, der wird hier. Auch nicht eingeholt. Müssen wir mit noch einem Auto dahin fahren. Dann haben wir hier noch einen Hacker. Da können wir den nehmen. So, jetzt haltet doch mal den Verkehrsraudi auf. Der brettert hier durch die ganze Stadt hier. Das gibt's ja nicht. Aber die Vans sind, glaube ich, ein bisschen zu langsam. Deswegen können sie den nicht einholen. So. Jetzt fliegen wir hier mit dem Hubschrauber hin, unterstützen die mal. Es sei denn, der schnappt den jetzt doch noch. Kann sein, dass er ganz knapp schneller fährt. Na, das ist, gibt ja bestimmt wieder dicke Minuspunkte, weil es so lange gedauert hat hier. Oh Mann, ey. So, den Hubschrauber können wir dann jetzt dahin. Noch ein Hacker. So, jetzt kommt erstmal wieder die Küche in Flammen. Adresse einmal.
Was genau brennt denn? Aber das Küchentuch, ich habe es aus Versehen. Ich habe versehentlich ein Kleidungsstück auf den Ofen geworfen. Das Feuer breitet sich schnell aus. Küchentuch auf dem Ofen. Feuerlöscher haben sie vielleicht? Haben sie nicht. Auf dem Ofen. Wenn man da jetzt wieder Wasser nimmt, kriegt sie wieder einen Stromschlag. Okay. Ja, dann machen wir die Feuerwehr. Oh Mann. So, hier oben jetzt bei den Journalisten hier. Was ist denn jetzt hier los? Nur Verletzte? Der war vergiftet. Warum haben sie den Brief denn aufgemacht? Oh nee, jetzt müssen wir hier mit mindestens zwei Krankenwagen dahin. Vier Verletzte. War also gut, dass wir hingegangen sind. Aber warum haben sie den Brief aufgemacht? Oh nee. So, noch ein Hacker. Dann nehmen wir den Van. Helikopter ist fertig. Kann wieder zurück. Also ein Anschlag auf Journalisten. Das war das erste Mal. Neuer Anruf. There's a strange car parked here. Ah, und schon wieder ein seltsames Fahrzeug. On the sidewalk. Was genau stört denn This hier? is my spot. Das ist mein Zuhause, okay. Hello? Ja, dann schicken wir mal die Polizei. Thank Auch you. wenn ich nicht weiß, Bye. ob das jetzt hier, nur weil das sein Zuhause ist. Wegen so einer Lappalie hier schon wieder. Ein Verkehrsunfall. Ein Verletzter. So, Krankenwagen. Feuerwehr brauchen wir auch. So, Polizeihubschrauber ist, den können wir dahin schicken. Den werden wir dann ein bisschen weiter runter. Ja, die Küche, die in Flammen steht schon wieder. Oh Mann. Da haben wir auch noch einen Hacker. Da können wir mit den Van mal schnell hin. Ein Hauseinbruch. Zwei Verdächtige, ein Verletzter. So. Nee, Quatsch dahin. Mit dem Van. So, jetzt haben wir hier. Ein geparktes Auto haben wir da ja gehabt. So, Anruf. Autounfall, wo genau? Wann war das Ganze? Gestern Abend. Gut, das ist doch kein Notfall. Ja, schade, dass die Stoßstange abgefallen ist. Das ist kein Notfall. Ein Kampf haben wir hier. Vier Verdächtige, womöglich bewaffnet und Verletzte. Okay, da haben wir zwei Vans direkt in der Nähe. Das passt. Ah, jetzt brauchen wir da oben. Für einen vergifteten Brief braucht man einen Polizeitransporter. Warum kann das Motorrad den Brief nicht einstecken? Jetzt müssen wir extra wieder mit einem Polizeifahrzeug hin. Ein Autodiebstahl hier in der äußersten Ecke, wo wir jetzt wieder kein Fahrzeug haben. Ja, das ist ja wieder ganz klasse. Das dichteste Fahrzeug in der Nähe, bis das da ist, da kriegen wir doch schon wieder dicke Minuspunkte. Das sehe ich ja jetzt schon wieder. So, hier beim Kampf. Da haben wir jetzt schon einen Van da mit drei Leuten. Boah, die haben alle Messer und Schläger dabei.
sind wir schon mit zwei Fahrzeugen da. Und da sehe ich jetzt schon, dass wir gleich wieder mit mehreren Krankenwagen dahin müssen. So, hier der Autounfall. So, hier fliegen wir erstmal mit dem Hubschrauber hin, damit der Fall hier nicht als Zeit abgelaufen dann bewertet wird. Hauseinbruch noch. Schon wieder drei Verdächtige und Verletzte. Oh, jetzt müssten wir eigentlich den Van nehmen, aber nein. Geht ja wieder nicht. Wenn man jetzt schon überall mit zwei Fahrzeugen hin muss, zweimal Polizei, zweimal Krankenwagen, dann fehlt das natürlich an allen Ecken und Enden. Ach, wieder spielende Kinder, die auf die einfach auf das Telefon gekommen ist, Schnellwahl. So, ignorieren. So, hier können wir schon mit einem kleinen Polizeiwagen hin. Dann brauchen wir Krankenwagen. Fliegen wir mit einem Medikopter hin, hilft ja nichts. So, die stehen unter Beschuss. Die sind jetzt schon mit 6 gegen 4. Warum brauchen die jetzt noch Unterstützung? Das schaffen die auch so. Eine laute Party. 5 Verdächtige, meine Herren. 5 Verdächtige. So, mit dem Hubschrauber haben die den jetzt gestellt. Das geht also auch. Gut, gut zu wissen. Ja, genau. Jetzt warten die auf den Transporter. So kann man das auch machen, damit die Mission hier von der Zeit nicht abläuft. So, die wehren sich da oben immer noch. Darf nicht wahr sein. Noch ein Anruf. Ach, schon wieder schrecklich laut nebenan. Die Kinder, die schreien hier schon wieder. So, was genau ist los? Wahrscheinlich wieder laute Musik. Ja, das hören wir schon. Wissen Sie, wer dort wohnt? Okay, 4 Studenten. Okay. Sind Sie in Gefahr? Honestly, yes. I don't feel safe. I've heard some aggressive voices, maybe an argument. I think they might start fighting at any moment. Ah, kann man hier nicht sagen, hier, wir schicken jetzt eine Einheit. Man muss den Dialog immer erst zu Ende machen. Ja, jetzt ist ein Schuss, genau. Ja, jetzt können wir endlich mal was machen. Man kann den Dialog nicht vorher beenden. Man muss ihn immer erst abwarten, bis der Satz auswählbar ist mit wir schicken eine Einheit. Vorher geht das nicht. So, das war da. Da brauchen wir auf jeden Fall einen Krankenwagen. Das ist aber nur so ein, wieder nur mit einer Person. Dann fliegen wir erstmal mit dem Hubschrauber hin. Dann schon mal mit dem einen Van hier. Dann das Motorrad. Was war das? Illegale Software. Hier die laute Party. Hier sind immer noch zwei Vans blockiert. Nur weil wir hier auf den Krankenwagen warten. Oh Mann. Hier können wir, glaube ich, auch einen Krankenwagen schon mal hinschicken.
bei der lauten Party. Die wehren sich ja hundertprozentig. Hier noch eine illegale Software. So, und hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute hier. Meine Herren, da müssen wir schon wieder mit 2 Vans hin. Und hier sind auch 4 Leute, alle verletzt. Da brauchen wir auch noch Krankenwagen. Das gibt's doch nicht hier. Hallo? Was ist hier los? Wir haben zu wenig Fahrzeuge. Die kommen ja nicht frei, solange wir hier nicht die Leute hier mal alle versorgt haben. Oh Mann. Schicken wir mal die Feuerwehr hin. Die haben ja auch Erste-Hilfe-Kits. Mal sehen, ob das was bringt. Oh Mann. Noch ein Anruf? Hello. There is a fight out in the street. Can you please send the police quickly? Jetzt können wir wieder nicht fragen, wo. Jetzt muss man erst wieder fragen, wie viele. So, jetzt Adresse. Yes, of course. It's at... Jemand verletzt. It's hard to tell, but one of them has taken a lot of punches. I just can't believe he's still standing after that. Naja, wir schicken hin. Thank you. Bye. Dann sind wir hier unten mit 3 Polizeieinheiten. Jetzt müssen sie die nochmal langsam hier alle festnehmen hier. Das kann ja nicht wahr sein. Und dann kommt hier immer noch so viele Hacker, die hier blockieren. So, einen werden hier hin, den anderen dahin. Der Helikopter muss mal hier hin, hilft nix. Wir müssen auch hier noch hin. Hier ist auch noch ein Hacker. Oh Mann. So, hier muss noch einer hin. Hier ist ein Verletzter. Oh, die sind alle hier auf dem Haufen, hey? Das gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. Die fahren alle hier zum selben Krankenhaus, um die Leute abzuliefern, weil in der ganzen Stadt hier keine Krankenhäuser gibt. So, was ist denn jetzt hier? Brauchen wir dann noch mehr Polizei, damit die das schneller abarbeiten? Meine Güte. So, jetzt haben wir hier Feuerwehr. So, die fangen jetzt auch an zu verarzten. Na, wunderbar. Ja, das funktioniert sogar. Können wir mit der Feuerwehr zur Not auch als Krankenwagen erstmal vorab benutzen, damit die schon mal versorgt werden. So, jetzt fahren wir mit dem Moped da noch hin. Als Unterstützung. So, mit denen werden da oben hin. Noch ein Anruf. Ein Feuer, ja, das ist gut. Die Feuerwehren stehen hier alle rum. I don't know, it's probably a living room. The fire is in an apartment building. Wie groß, können wir nochmal fragen. Ja, ich will ja schicken, aber wenn wir das nicht auswählen können, dann geht das nicht.
So. Aber was für Wege. Jetzt ist wieder an der äußersten Ecke hier, in dem, wo wir jetzt gerade nichts haben. Dann, da ist dann wieder was los. So wie immer eigentlich. Dann haben wir hier noch einen Hacker. Dann können wir da mit den Van hin. So, ein Krankenwagen. Den schicken wir mal dahin. So, was war hier? Naja, da müssen wir auch noch hin. So, ein Van hier. Dann fahren wir mit denen doch dahin. Hier war das Feuer. Dann können wir auch die Feuerwehr dahin schicken. Dann kann die hier bleiben. Dann haben wir noch eine Geburt. Da fliegen wir schnell mal hin. Und noch ein Bewusstloser. Okay, er ist wo? Haben Sie gesehen, wie er umgefallen wurde? Okay. Oh, der hat keinen Puls mehr. Prüfen Sie mal den Mund. Dann eine Herzwiederbelebung. Ja, jetzt ist natürlich der Hubschrauber gerade zur Geburt hier. Wieder ganz toll. Das ist ja wieder ganz klasse. Dann fahren wir da erst mit der Feuerwehr hin. Hoffentlich haben die ein Medikit. Oh Mann, alle Krankenwagen hier auf dieser Ecke hier. Darf nicht wahr sein, ey. So, Hubschrauber fertig. Dann kann der da jetzt doch hin. Dann kann die Feuerwehr hier bleiben. So, noch ein Hacker. Oh, eine Schlägerei noch. Dann noch ein Hacker und noch ein Anruf. Ja, sag erstmal deine Adresse mit deinen Bauchschmerzen. Wie lange? Okay, Anfang des Tages. Das ist schlimm. Okay, da fragen wir gar nicht lange rum. Sofort einen Krankenwagen. So, jetzt wird hier schon wieder geschossen. Die kriegen das nicht in die Reihe, hier die fünf Leute mal zu verhaften. Oh Mann. Gehen wir dann schon wieder mit dem zweiten hin. Hier oben ist noch... War noch ein Hacker. Dann haben wir da unten die Schlägerei. Da ist ein Verletzter. Da brauchen wir Polizei und Krankenwagen. Dann missbrauchen wir mal den Feuerwehrwagen als Krankenwagen. Bis der da ist. So, die schaffen das ja anscheinend nicht. Dann fliegen wir dann mit noch einem hin. Es sei denn, wir haben hier jetzt einen Raser. Dann nehmen wir mit dem Hubschrauber den Raser erstmal ins Visier. Hier ist der Bewusstlose. Okay, das geht. Also die wehren sich immer noch. Schon wieder zwei Verletzte. Und die anderen beiden
Die kommen wahrscheinlich auch noch dazu. Dann können wir noch mit zwei Krankenwagen dahin fahren. So, die Bauchschmerzen sind fertig. So, was war hier? War nur einer. Oh, und hier schon wieder zwei Polizisten verletzt, weil die sich ständig wehren müssen hier. Mit Schlägern, die können die doch einfach mit der Waffe vorher ein bisschen anschießen. Die müssen sich immer erst verprügeln lassen. So, Schicht ist vorbei, zum Glück. So, jetzt ist hier unten auch schon wieder einer mit einem Schläger, der wehrt sich schon wieder. Oh, hier haben wir noch einen Hacker. Ja, aber der da ist abgelaufen, da kriegen wir wieder Minuspunkte, wieder ganz toll. Viel zu wenig Fahrzeuge hier für die Massen an Einsätze hier in Washington, immer um 40 Einsätze rum. Natürlich kriegen wir dann schöne Punkte, wieder 78 Stück und $135.000. Ja, und wir haben ja mehrere Gelöste mit Minuspunkten. Der Einsatz von Rettungsteams war nicht notwendig. Und der vergiftete Brief. Den haben wir auch nicht richtig gelöst. Ach, wir hätten da vorher schon sagen müssen, eine Quarantäne verhängen und das Büro dekontaminieren. Wie macht man denn eine Dekontamination? Brauchen wir da noch Spezialfahrzeuge für? Okay. Und die illegale Software zum Schluss, wo wir noch hin wollten, ist die Zeit abgelaufen, das war klar. Ja, der vergiftete Brief, da hätten wir anders telefonisch erstmal sagen müssen. Ja, kann man ja nicht wissen. Ja, auf jeden Fall wieder was Neues dazugekommen. Und ja, mal sehen, was in der nächsten Schicht so alles auf uns zukommt. Seid wieder dabei, schaltet ein, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.